So, ihr Lieben, wir spielen live They Are Billions Survival Echtzeitstrategie. Das Spiel war lange im Early Access auf Steam. Writing Bull, ich habe ein Preview-Let's Play gemacht, so nenne ich auch dann, wenn das Spiel eigentlich schon vorrätig ist auf Steam, aber das richtige Release noch nicht da war, meine Let's Plays. Das hatte viele Folgen. Da hatte ich gespielt eine Partie auf einer Zufallskarte, 55 Folgen lang. Ja, ich brauche deshalb alles mit einer einzigen Mission. Ja, ich bin ein langsamer Spieler. Da war ich allerdings auch bei meinem allerersten Versuch als blutiger Anfänger erfolgreich, weil ich die nachgedacht habe, weil ich meine Schwarmintelligenz angezapft habe, nämlich die Leute auf YouTube, die mich immer fleißig mit Tipps gepusht und gedopt haben. Und weil ich halt ein bekennender Benutzer der Pausentaste ist. Dafür habe ich aber auch andere Streams gesehen, die waren deutlich unterhaltsamer, auch bei irgendwelchen YouTube-Kollegen, aber auch deshalb unterhaltsamer, weil die sich so gnadenlos aufs Maul gelegt haben. Das habe ich nicht geschafft. Wir haben es tatsächlich trotz schwierigen Starts und vieler Fehler zu Beginn geschafft, diese Partie erfolgreich zu Ende zu bringen bei einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist happig, was auch mein Co-Kommentator und Co-Moderator beim Live-Let's Play jetzt bestätigen kann heute Abend. Das ist Fox. Hallo Fox. Schönen guten Abend an den Chat, schönen guten Abend WB. Viele Leute auf Twitch und auf YouTube. Jacke wie Hose schreibt, die Kettensäge liegt bereit. Das Auto wurde heute Nachmittag mit Panzerplatten ausgestattet. Genügend Vorräte sind angelegt, um die bevorstehende Zombie-Apokalypse mit Writing Bull zu überstehen. Du bist mein Mann. Großartig. Mit dabei sind, apropos Mann, auch Frau und Mann als Chat-Moderatoren unterwegs in den beiden Chats auf Twitch und YouTube heute. Michael und Ivy, die werden euch ein wenig herumkommandieren. Lasst euch auch bitte herumkommandieren. Und jetzt können wir, glaube ich, loslegen. Musik ist euch immer noch ein bisschen zu laut. Die wird gleich leiser, wenn ich mal einfach mit einem neuen Spiel starte. Und ich zeige euch mal die Kampagne. Wir spielen die Einzelspieler-Kampagne. Die ist mit neu dazugekommen, mit dem richtigen Release. Und die ist jetzt nicht so schwer, weil da die Spielelemente einzeln freigeschaltet werden. Aber vielleicht ein Stream bei sommerlicher Hitze durchaus geeignet. Und ich lasse die mal anlaufen. Ihr seht gleich ein Filmchen. Das erklärt uns auch ein bisschen die Story. Auf geht's. Oh, ein Nickname. Welchen Nickname ich da wohl nehme? Auf geht's, mit Writing Bull. Ich freue mich. We will never know what happened. It was more than 2 centuries ago, when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares. How ironic that they ended up like this. I am Quintus Crane, your leader, your savior. I founded the new empire and the city that now shelters you. And now, the time has come to no longer live hidden like rats behind the walls of the great crater. It's time to face our monsters. Time to go out into the world and reconquer it for the glory of humankind, for the glory of the new empire. Und überall Zombies rund um unsere Hauptstadt. Eine Epidemie hat die Menschheit dahingerafft, einige wackere kleine Stützpunkte sind übrig geblieben und ein Imperator, Anführer eines Empire, versucht, die Menschheit zu altem Glanz und Glorie zurückzuführen, und ich bin sein Commander. Wäre von ihm gleich mal zurechtgestutzt. Welcome. So you want to be the new general to lead the reconquering campaign? Well, I warn you, my young general, your mission won't be an easy one. How many attempts have there been so far? 10? 12? All your predecessors are dead or have gone mad. Do you really think you can do better than them? Okay, I'll give you a chance. Listen carefully. Our goal is to build new colonies in strategic locations to expand the empire beyond the Great Crater. I also want you to explore the ancient human strongholds and retrieve any technology from before the pandemic.
We will use that to build more powerful colonies. You may also find swarms blocking your way. Destroy them with the might of the Empire's army. But be warned, failure is not an option. Succeed in your mission or never return. Das klingt ja ein bisschen nach Iron Man-Modus, aber den Gedanken, ob es das jetzt hier gibt oder nicht, ich weiß selber nicht genau, wie das mit den Spielständen bei der Kampagne funktioniert. Diesen Gedanken schiebe ich mal entschlossen beiseite und konzentriere mich komplett auf meine Hauptaufgabe, Verdrängung aller Risiken. Ja, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wir spielen mal, ich hab die erste Mission kurz angespielt, mehr aber nicht. Ich kenne die Zufallskarten, die hatten wir als Preview-Let's Play, lange Missionen. Und es sind, seitdem wir das gespielt hatten, das letzte Mal das Spiel in dieser Videoreihe halt, anderthalb Jahre vergangen, viele neue Features dazugekommen, viele positive Steam-Rezensionen auch dazugekommen. Das Spiel ist echt gut von seinen Spielern rezensiert worden. Die Leute lieben das Spiel. Warum? Wollen wir heute Abend gemeinsam rausbekommen. Es ist schwierig, es ist knackig, es ist atmosphärisch sehr hübsch und wir sind gefordert. Bin mal sehr gespannt und brauche auch, ich bin mir sicher, es gibt etliche Veteranen unter euch auch, noch ein paar gute Tipps von euch in den Chats. Dafür, dass das klappt, sorgt insbesondere mein Co-Kommentator Fox, der noch mehr als ich im Chat immer mitlesen wird. Das ist ja ein Echtzeitstrategiespiel, auch wenn es eine Pausentaste hast, es ist ein bisschen schwieriger als bei rundenbasierten Spielen im Chat immer mitzulesen. Ich mache es ein bisschen, aber da ist Fox auch für mich zuständig, die guten Ratschläge von euch reinzuschaufeln in diesen kleinen Kopf. Es beginnt damit, dass wir einen Anführer wählen, entweder einen großen Herrn oder eine etwas kleinere Dame in Steampunk-Outfits. Und ich habe mir das vorher schon mal durchgelesen. Nehmen wir Kaelus, einen der besten Soldaten aus der Quintus Crane Elite Brigade. Beeindruckende Größe und Stärke. Er tritt niemals den Rückzug an, weil er mit Leichtigkeit im Alleingang den feindlichen Angriffen standhält, während er sie tötet. Oder nehmen wir Calliope, die vermutlich tödlichste Einheit der imperialen Soldaten, als Heldin im Kampf, berühmt für ihre Geschwindigkeit und tödliche Treffsicherheit. Weniger von den beiden Spielen hat eigentlich nur Einfluss auf die taktischen Missionen innerhalb der Kampagne. Meistens haben wir bei den meisten Missionen eine Heerschar von Soldaten, von Einheiten an unserer Seite oder von automatisierten Türmen auch, die wir bauen auf den Karten. Meistens macht es die Masse mit knappen Ressourcen möglichst klug gebaut von uns, aber es gibt heute auch Missionen, bei denen es vor allem auf die Helden ankommt und da ist diese Wahl schon ein bisschen wichtiger. Um es mal so grob zu formulieren, worum es in beiden Fällen geht, die Texte verraten es auch links geht es eher damit, er schießt seltener, kann seltener feuern und dann mächtiger und kann mit einem Flächenangriff mehrere Infizierte mit einem Schuss zerbröseln. Calliope dagegen hat eine begrenztere Reichweite, hat dafür ein ganz schnelle Schussgeschwindigkeit. Ich glaube sogar fünf pro Sekunde oder irgendwas wahnsinnig Schnelles auf jeden Fall. Kann nicht ganz so weit sehen. Wir können sie skillen, genau wie Kaelus auch. Ich nehme sie mal, weil ich finde, ich finde so ein bisschen Allrounder-mäßiger mehr. Weil wenn man bei ihm mal daneben schießt, also irgendjemand ein Ziel bewusst anvisiert, man hat da nicht den nächstgelegenen anvisiert, sondern einen, der etwas weiter weg ist oder hat sich irgendwie vertan beim Schuss, dann hat man beim nächsten Schuss eventuell Pech, wenn man dann, wenn der Feind bei dieser geringen Schießgeschwindigkeit schon zu dicht genommen ist. Ich nehme lieber Calliope, da gehe ich mehr auf Nummer sicher, finde ich persönlich. Ich wähle sie mal aus. Excellent idea, Sir. Wir können, um euch das mal zu erklären, im Moment nur eine Mission nehmen und auswählen, weil nur eine zur Verfügung steht. Im Laufe der Kampagne werden uns noch viel mehr Missionen auf dieser Karte angeboten werden. Wir haben oben rechts drei verschiedene Dinge. Das hier ist der Modus, auf dem wir gerade uns befinden. Das ist die Karte. Dieser Modus hier, das ist die Tech-Ebene, die Technologien. Wir schalten allmählich Pünktchen frei, Forschungspunkte. Damit können wir verschiedene Verbesserungen freischalten. Das geht weit Richtung rechts. Dauert ganz schön lange. Dadurch werden neue Einheiten oder Boosts freigeschaltet und so weiter und so fort. Dann haben wir noch das hier. Das ist der Tech-Baum oder der Skill-Baum für unsere Heldin. Für Calliope, sie ist im Augenblick Stufe 1. Hier sehen wir ihre Kampfwerte. Sie hat einen 10%igen Rüstungswert,
Rüstung heißt, dass dann, wenn sie getroffen wird, wenn sie Schaden erleidet, dass dann 10% Schaden in dem Fall abgezogen wird. 3,2 ist ihre Geschwindigkeit. Die Karte ist in Zellen unterteilt und sie kann pro Sekunde 3,2 Zellen zurücklegen. Das ist ihre Sichtweite. Sie kann 7 Zellen weit sehen, den Fog of War aufdecken. Sie hat eine Angriffsstärke von 15, das heißt der Angriff bei einem Schuss, den sie ausübt. 4,5 ist die Reichweite beim Angriff, also die Zellenreichweite. Und 5 ist die Angriffsgeschwindigkeit, die Anzahl der Angriffe pro Sekunde. Das heißt, wir werden 15 Angriff mal 5 pro Sekunde ausüben, auf alle Einheiten potenziell, die bis zu 4,5 Zellen von uns entfernt sind. Wir haben eine Sichtweite von 7 dabei. Und wenn der Feind über Rüstung verfügt, dann wird beim Feind 10% von diesem Wert hier bei ihm abgezogen. Dann haben wir verschiedene Boni, die wir im Laufe der Zeit freischalten können. Unten die gewählte Schwierigkeit, die können wir sogar noch verändern. Wir müssen hier nur drauf klicken. Wir nehmen den normalen Schwierigkeitsgrad. Kann man jederzeit verändern. Das ist die Statistik der Kampagne, die ist natürlich im Augenblick mäßig aussagekräftig. Später werden wir nachlesen können, wen wir alles schon niedergemetzelt haben. Das hier ist, weiß ich gar nicht genau, Imperium-Punkte. Imperium-Punkte erlauben es uns im Laufe der Kampagne Einheiten oder Verteidigungsanlagen der imperialen Armee anzufordern. Mit denen greifen wir infizierte Schwärme an, die auf der Kampagnenkarte Straßen blockieren. Das heißt, damit können wir Hindernisse wegpusten und dadurch neue Missionen freischalten. Das ist die Anzahl der Siegespunkte, die wir erspielt haben. Das ist so eine Sache, da können wir uns selber ein bisschen feiern. Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto mehr Siegespunkte bekommen wir, wenn wir irgendetwas erfolgreich geschafft haben. Okay, wir gehen wieder zurück auf die Karte hier. Also ich bin sehr positiv beeindruckt, weil die haben sich da richtig Mühe gegeben. Alleine schon von der Vertonung her fand ich das sehr, sehr schön. Mhm. Und auch jetzt die Variationsmöglichkeiten mit diesen ganzen Bäumen, Talentbäume und so weiter. Also sehr, sehr schön gelungen. Spiel hat sich sehr gemacht im Laufe der Entwicklung. Liebe Grüße an alle, die uns auf Twitch und auf YouTube begleiten. Fox ist mein Co-Kommentator und Co-Moderator. Wir wollen hier die Story-Kampagne, die Einzelspieler-Kampagne zusammen anspielen und uns einen ersten Eindruck davon verschaffen, was das Spiel bietet. Pausierbare Echtzeitstrategie von Numantian Games. Auf geht's. Der Druck kommt automatisch. Wir starten mal die erste Mission. Später werden mehrere zur Auswahl stehen, zu Beginn nur eine. Das ist unser Ziel. Wir schalten allmählich die verschiedenen Spielfeatures frei. Zu Beginn haben wir nur Jäger zur Verfügung. Das sind die Belohnungen, die uns winken. 140 Imperiumspunkte. Ihr habt eben gehört, wofür die gut sind, um neue Missionen freizuschalten. Insbesondere 120 Forschungspunkte bekommen wir. Es sind noch Kleinigkeiten in der deutschen Übersetzung. Das fehlt leider an vielen Punkten auf. Die deutsche Übersetzung hat viele kleine Fehler. Sie ist nach meinem Eindruck komplett. Es gibt keine englischen Textfragmente, aber es gibt viele kleine, nicht nur Tippfehler, auch Rechtschreibfehler, Kommafehler. Das ist ein bisschen doof. Also ist jetzt nicht keine Katastrophe, aber es ist ein bisschen doof. Unsere Jäger haben ein kleines Tal an einem kleinen Fluss gefunden. Das ist mit Sicherheit der beste Ort, um die erste Kolonie jenseits des großen Kraters, wo sich die Hauptstadt des neuen Imperiums befindet, zu errichten. Auf der Karte sehen wir Erzvorkommen, welche benötigt werden, um die Kaserne zu bauen, die wiederum für die Verteidigung der Stadt notwendig ist. Ohne Kaserne kein Bau von Einheiten möglich. Siegbedingungen. Wir müssen alle Infizierten vernichten. Wir müssen auf 300 Bevölkerungspunkte kommen und halt überleben. Sprich, allen Schwärmen, die schubweise im Laufe der Partie kommen, denen müssen wir uns widersetzen. Sprich, wir dürfen uns nicht massakrieren lassen. Siegbedingung ist die, es gibt auch eine Niederlagenbedingung, falls unsere Kommandozentrale, das zentrale Startgebäude, das er gleich sehen wird, vernichtet oder infiziert wird, dann war es das. Infektion heißt, wenn ein Gebäude kippt, also wenn es zwar erhalten bleibt, aber wenn die Zombies es übernehmen und nur noch darin hausen und nicht mehr Menschen darin hausen, dann war's das. Auf geht's. Es gibt zu Beginn immer verschiedene Tipps. Viel Spaß. Unsere Kommandozentrale Regen setzt ein. Und wir haben zu Beginn, hier rechts klicke ich mal drauf, 4 Starteinheiten, die sind hier. Wir können mit WASD-Tasten uns hin und her bewegen und ihr seht, die Karte insgesamt ist erstaunlich klein.
ist halt wirklich nur die allererste. Der größte Teil ist im Fog of War. Und wir können, ich teile unsere Leute mal auf in zwei Gruppen. Also es reicht, man kann auch eigentlich mit allen auf einmal gehen. Mit den Shift-Tasten werde ich uns mal ein paar Ziele hier drumherum setzen und mal schauen, wie so aussieht. Dann gehen wir mal rein in das einzige Gebäude, das wir haben, in die Kommandozentrale. Ihr seht rechts die vier Ressourcen, die es im Spiel gibt. Ressourcen trifft es nicht richtig. Sagen wir mal die vier Bauressourcen oder die Voraussetzungen oder die vier Pools, die man anzapft, wenn man irgendwas bauen oder rekrutieren will. Das ist die Anzahl der Kolonisten, das ist die Anzahl der Arbeiter. Der stimmt's auch nicht. Sagen wir mal so, es sind die Kennziffern für unsere Kolonie. Weil es gibt noch ein zweites, das hier sind noch, das ist die größere Anzahl, das ist die kleine Anzahl und das ist die große Anzahl. Also das hier ist eine Auswahl von den Ressourcen, die es links gibt. Und hier seht ihr die Anzahl der Kolonisten, damit, die wir haben, das sind 10, also 10 Menschen, die hier leben in unserer kleinen Kolonie. Damit zusammenhängt die Zahl der Arbeiter. 6 Arbeiter sind verfügbar. Es gibt 10 Koloniebevölkerung insgesamt. 4 von denen arbeiten, 6 stehen uns zur Verfügung. Pauschal, jeder Kolonist steht uns als ein Arbeiter zur Verfügung. Jeder Kolonist verbraucht, jeder Arbeiter verbraucht, glaube ich, eine Nahrung. Oder jeder Kolonist, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, jeder Kolonist verbraucht eine Nahrung. Und das Hauptgebäude gibt von den meisten halt Basiserträge und es gibt auch noch Energie. Energie braucht man für bestimmte fortgeschrittene Einheiten und für bestimmte fortgeschrittenere Gebäude. 30 C stehen zur Verfügung hier in der Kommandozentrale. Seht ihr, was die produziert? Die hat eine Schutzbarriere von 2,5. Anders formuliert, es ist die Anzahl der Lebenspunkte des Gebäudes. Wenn die futsch sind, kippt das Gebäude, wir haben verloren. Die Anzahl der Kolonisten, die hier leben in dem Gebäude. Goldeinkommen, 200 Gold werden generiert von diesem Gebäude pro Runde. Eine Runde bei uns sind 8 In-Game-Stunden. Also nicht die Stunden, die hier wirklich verlaufen, sondern In-Game-Stunden. Alle 8 Stunden bekommen wir unsere Ressourcenerträge und das, was wir an Kosten haben, werden uns dann abgezogen. Wir haben plus 10 an Arbeitern, wir haben 20 Nahrungsvorräte, die durch das Gebäude generiert werden und 10 Arbeiter auch. 30 Energie wird durch das Gebäude generiert. Und das ist der Energietransferradius. Ich drücke mal auf die Taste E. Und wenn ich die gedrückt halte, seht ihr diese Kästchen. Das ist der Bereich der Energie, den wir erschlossen haben, von diesem Gebäude aus. Man kann den Radius, in dem wir über Energie verfügen, erhöhen, indem man an den Rand bestimmte Gebäude baut, die halt den Radius erhöhen. Gucken wir uns gleich an. Ist im Augenblick noch nicht notwendig. Wir können nur dort bauen, wo alles mit Energie versorgt ist. Dann haben wir hier das Lager. Alle Ressourcen müssen hier gelagert werden, also Stein und Holz und so weiter. Und die Lagerkapazität muss auch erhöht werden im Laufe der Zeit, denn das, was wir jede Runde generieren, an Holz oder an Gold, an Steinen, was auch immer, das verfällt, wenn wir die Lagerkapazität erhöhen. Das ist dann futsch. Und dann die Sichtweite des Gebäudes und der imperiale Zug, der kommt hier über diese Gleise. Der kommt von hier oben reingefahren, hält dann hier alle 8 Stunden, glaube ich, auch und bringt die neuen Kolonisten. Und die neuen Kolonisten werden danach bemessen, was wir an Wohngebäuden ja hingerichtet haben. Das sind anfangs noch nicht sehr fortgeschrittene. Das hier können wir die Koloniezentrale uns auswählen und haben hier 5 verschiedene Aktionsbuttons. Das hier sind die Unterkünfte für die Kolonisten. Je mehr wir zur Verfügung stellen, desto mehr Kolonisten werden das nächste Mal, wenn der Zug kommt, uns zur Verfügung gebracht. Und ihr seht ja auch, dass ein Zelt einen zur Verfügung stellt, 4 Kolonisten und 2 Arbeiter und ein Goldeinkommen. Und es kostet umgekehrt auch etwas. Wir müssen 4 Nahrung erbringen, 1 Energie und 30 Gold. Alles einmalig, um das zu bauen. Das sind, Dann, das ist der größte Krux, wurde uns eben schon mal gespoilert zu Beginn, die Militärgebäude. Um irgendeine Militäreinheit bauen zu können, brauchen wir eine Kaserne. Kaserne braucht 8 Arbeiter, 20 Steine, wir haben 0 Steine, wir können auch keine Steine generieren im Augenblick, und 450 Gold. Ihr seht rechts, wir generieren im Augenblick 196 Gold pro Runde. Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm, aber an die Steine kommen wir nur ran, wenn wir A, Steine finden, und B, ein Gebäude bauen, mit dem wir Steine erschließen. Das ist das Nadelöhr in dieser Mission. Und Steine gewinnt man durch einen Steinbruch. Und um einen Steinbruch wiederum erzeugen zu können, bauen zu können, brauchen wir
30 Holz. Das ist also der erste Schritt. Gold werden wir schon genug kriegen. 30 Holz ist schwieriger, denn wenn ihr mal hier in die dritte Zeile bitte, in die zweite Zeile rechts guckt, wir haben 20 Holz auf Reserve, erwirtschaften aber 0 Holz pro Runde. Das heißt, der erste Schritt wird sein, dass wir ein Sägewerk bauen müssen, eine Sägemühle. Und um eine Sägemühle wiederum bauen zu können, brauchen wir 300 Gold. Wir haben im Augenblick 100, 196 bekommen wir in den nächsten 8 Stunden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mindestens 2 Runden brauchen. Wir müssen echt so durchrechnen. Das ist jetzt hier eine leichte Mission, aber am besten gewöhnen wir uns jetzt schon ans Rechnen, weil sonst kommen wir später nicht durch. Wir brauchen mindestens 2 Runden, also 2x8 Stunden, um eine Sägemühle bauen zu können. Und das wiederum bedeutet für mich jetzt, dass ich uns jetzt schon mal gönne, diese Zelte zu bauen. Ein Zelt kostet 30 Gold. Wir können ruhig alles aufverbrauchen, was wir hier haben, die vollen 100. Wir können das bis auf 0 runterbringen, denn wir brauchen auf jeden Fall ja 2 Runden und danach auch noch nicht mehr als 2 Runden, um dann die Sägemühle bauen zu können. Und Zelte generieren auch Gold, deshalb baue ich jetzt erstmal ein paar Zelte. Achtung, die Gebäude können natürlich nicht übereinander gebaut werden. Und daneben braucht man auch ein bisschen Platz und ein paar Gänge, damit die Leute rumlaufen können. Man kann die Karte, glaube ich, nicht drehen. Falls ihr wisst, wie ihr die Karte dreht, dann bitte postet das, ich weiß es nicht. Und den dringenden Hinweis, Tipps gerne, Strategietipps, bitte kein Spoiler, was man auf der Karte wo findet. Ich möchte das nicht vorgelesen bekommen, ich möchte es auch nicht lesen. Damit tut ihr keinem von uns einen Gefallen. Das ist doof. Bitte, bitte sein lassen. Also, ein Zelt kommt hierhin. Also was kein Spoilern ist, was als Vorschlag schon kam, ist, falls man die mittlere Maustaste drückt, also die Maustaste drückt, dann werden wohl die Steine und so ausgeblendet. Das ist beim Bauen etwas leichter. Klasse, vielen Dank. Das war, denke ich, ein guter Tipp. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon mal 3 gebaut und ich gebe mal mit der Leertaste ein bisschen rein. Wir können mal eh nicht bauen. Die Herrschaften laufen ja lang. Und wir bekommen die ersten Tooltips rein. Wir brauchen Kolonisten, um eine Kolonie zu erschaffen. Die fungieren als Arbeiter, zahlen uns Gold, um die anzulocken. Brauchen wir Wohnhäuser, habe ich euch alle schon erklärt. Und das Programm empfiehlt uns sogar, wir sollen 3 Zelte bauen. Haben wir vorher schon gemacht. Alles klar. Hier laufen wir lang. Und hier sehen wir auch gleich schon die ersten Zombies. Auf die feuern unsere Leute automatisch. Yes. Yeah. Attention. Building completed. Wir brauchen Kolonisten und Soldaten und die wiederum brauchen Nahrung. Die bekommen wir in dieser frühen Spielphase bekommen, solange keine weiteren Gebäude freigeschaltet sind durch Fischerhütten und Jagdhütten. Die sind relativ leicht zu bauen, nehmen auch nicht viel Platz weg. Und da muss man sich gut überlegen, wo man die hinbaut, weil die dürfen sich nicht überlappen. Sobald die sich nur ein Feld überlappen, klappt das nicht. Und die geben ganz unterschiedliche Erträge, je nachdem, wo man die baut. Müssen wir gleich ein bisschen puzzeln. Ich laufe aber erstmal hier was weiter runter und wieder hoch. Hier haben wir alles aufgedeckt. Wir gehen hier mal hoch und stellen fest, wir haben mittlerweile wieder genug Gold, um weitere Zelte zu bauen. Nächste Runde sind wir knapp über 400. Das heißt, nächste Runde können wir dann eine Sägemühle bauen und bis dahin will ich auch 300 Gold brauchen wir, okay? 300 Gold, ja. Das heißt, wir können jetzt noch 94 Gold, also um die 100 können wir etwa ausgeben. Nahrung ist im Augenblick bei plus, sind 8 verfügbar, das ist eigentlich ziemlich viel. Das heißt, wir brauchen nicht zwingend jetzt eine Jagdhütte. Jagdhütten, ich zeige es euch mal, oder Fischerhütten, ich zeige es euch mal hier am Beispiel. Sollte man in die Nähe von Wäldern bauen, denn je mehr Wälder in dem Bereich sind, desto mehr Nahrungserträge geben die. Hier können wir so ein bisschen puzzeln und uns das überlegen. Und hier können wir auch sehen, wo man die hinbauen kann. Achtung, das ist wieder der Energiebereich hier. Das heißt, man kann die, ihr seht es, nur bis maximal hier hinbauen. Also wenn wir hier das hier rechts voll ausschöpfen wollen, das könnte eine gute Jagdhütte sein. 19 Alternative. Schauen wir mal, wie viel eine Fischerhütte hier bringt. Die können sich schon überlappen. Das sind maximal 14 hier. Das heißt, Sinn macht eher, hier eine Jagdhütte zu bauen. Aber ich schaue mal vorher, weil wir haben ja noch genug Nahrung, dass wir erstmal noch ein paar weitere... Energie haben wir auch genug, 27 im Plus, dass wir noch ein paar Zelte mehr bauen.
Also der erste Eindruck, wo ich das Spiel gesehen hatte, dachte ich so, also eigentlich sieht es aus wie Command & Conquer, bloß in einem anderen Universum. Und mit diesem Aufbauen und Einheiten generieren und Ressourcen sammeln. Also, aber eigentlich ist es ja doch ein Tower-Defense-Spiel, ne? Da ist was dran. Es ist auf jeden Fall Ressourcenmanagement, es ist Aufbaustrategie, es ist Echtzeitstrategie, es hat was von Tower-Defense. Es ist eine Mischung von verschiedenen Genres. So, wir brauchen, das finden wir manchmal auf dem Boden, bestimmte Ressourcen, Stein, Eisen, Gold, die brauchen wir. Hatte ich eben schon erklärt, ein Steinbruch daneben gebaut. Einzugsgebiet, zwei Zellen jeweils, wird uns angezeigt. Great. Da war ich ein wenig leichtsinnig. Die, auf die wir hier treffen, die sind noch sehr, sehr langsam. Okay. Mal schauen, was wir hier finden. Jetzt habt ihr gesehen, da war so ein kleiner, so eine kleine Kiste, die haben wir aufgelesen. Und jetzt könnten wir hier sogar schon einen Steinbruch bauen, vorausgesetzt, wir könnten bis dahin hinkommen. Ach, schaut mal, die räumen hier noch ein bisschen auf und wir lassen mal den Zug hier ankommen. Jetzt kommen die Kolonisten an und der Zug fährt gleich wieder weg. Der Zug kommt aus der Hauptstadt hier hin. Und jetzt haben wir, müssen wir warten mit dem Sägewerk. Oh, hier ein Riesendepot, hier kann man auch wieder irgendwas aufsammeln anscheinend. So, wir haben 300, damit können wir jetzt hingehen und damit beginnen, eine Sägemühle zu bauen. Da müssen wir nur aufpassen, dass die nicht den Platz wegnimmt, den wir uns ausbaldowert haben, für die Jagdhütte. Also hier würden wir 12 bekommen, da 11. Die Frage ist, wo wollten wir die Jagdhütte hinbauen? Ja, die dürfen sich nicht gegenseitig den Zugang weghauen. 19 Nahrung ist extrem hoch. Ich versuche mal beides. Ich setze mal, wir können die noch jederzeit abreißen. Also solange der Bau nicht begonnen hat, solange der auch nicht eine Mikrosekunde begonnen hat, können wir den Bau abstoppen, bekommen alle Ressourcen zurück. Sobald der Bau nur eine Winzigkeit von Zeit angelaufen ist, bekommt man nur noch die Hälfte der Ressourcen zurück. Deshalb, Pro-Gamer-Tipp, wenn ich das mal sagen darf, immer im Pausenmenü bauen. Stellen das hier mal hin und schauen mal jetzt, ob wir daneben noch eine Sägemühle hinbekommen. Und schon reichen auch die Ressourcen nicht mehr aus. Die Sägemühle wäre wichtiger, da wäre der Zugang versperrt. Wir können auch erstmal unten eine hinstellen. Mal schauen, was hier wo wie viel bringt. Das sind 10, das sind 11, hier 10. Ah, die dürfen sich nicht überlappen. Das wird alles sehr schwierig. Wir kriegen sowieso nicht viele hier hin. Hier könnten wir 11, 12 und dann hier oben die Jagdhütte hin. Hier. Also 19 ist so extrem. 16, 17. Was meint ihr? Was meint der Chat? Fischerhütte und Jagdhütte schließen sich nicht aus. Wir können beides bauen und die können sich auch überlappen. Was empfiehlt uns der Chat? Noch gar nichts. Sägehütte dorthin bauen oder sollen wir eine Sägemühle oder eine Jagdhütte hinbauen? Also ich könnte, hier unten können wir natürlich auch Holz bauen. Hier können wir gleich nirgendwo. Wir kriegen sowieso nur eine Sägemühle hier hin, weil die können wir nicht auf die Gleise setzen. Wir bekommen sowieso nur eine gescheit hier hin. Dann ist es auch egal wo, dann können wir die nachher hier unten hinstellen. Nahrung ist bei plus minus null. Wir müssen also anfangen mit einer Jagdhütte, dann baue ich die hier hin. Dann können wir hier noch gleich eine hinsetzen. 11, 12, 10, 12, 14, 19, 14 so, 12, 10, hier hin. Also Vorschlag wäre Jagdhütten und auf der anderen Seite die Sägemühle, wahrscheinlich auf derselben Seite, ja. Ja, wir werden auf jeden Fall zwei Sägemühlen bauen, hier auch noch eine. Mhm. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis die nächste Sägemühle kommt, die braucht 300 Gold. Wenn wir auf jeden Fall nächste Runde haben, das heißt, wir können ruhig, während die Nahrungsproduktion anläuft, noch mal ein paar Zelte hinsetzen. Dafür fehlt uns aber jetzt 4 Nahrung, okay. You are gonna pay me for this, right? Gotcha. Yes.
Die Frage kam auf, ob es einen automatischen Erkundungsmodus gibt für deine Einheiten. Kann sein. Ich stopp mal und guck mal nach, ob es den gibt. Also ich weiß nicht, wie es beim Vorgänger war, den hattest du gespielt. Ich habe nur ein Let's Play gesehen, aber... Gibt's nicht. Also ich kann keinen sehen. Da war es nicht. Okay. Aber ich stopp mal trotzdem, mach mal kurz bei der Aufzeichnung ein kurzes Break, halbe Stunde ist vorbei und Stream läuft sofort weiter, ohne Pause. Aufzeichnung kommt eine ganz, ganz kurze Pause, bald geht's weiter.